Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy haben sich am Wochenende getroffen und sie haben mehrmals ganz klar ihre Botschaft benannt. Ihre Botschaft ist, sie wollen die Banken retten. Mehr war von dem Treffen nicht zu erfahren. Und wenn wir einen Blick wenden nach Griechenland, sehen wir, in Griechenland ist die Situation dramatisch. Die Wirtschaft bricht ein, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen in den letzten Jahren. Die jungen Menschen haben keine Perspektive. Und obwohl über viel Geld diskutiert wurde, auch Geld beschlossen wurde, ist Griechenland nicht gerettet worden, sondern noch viel stärker in die Krise gedrückt worden als vor dem Rettungsplan. Wir als Linke haben vor den Auflagen, die man Griechenland erteilt hat, immer wieder gewarnt. Die anderen Parteien haben diese Warnung in den Wind geschlagen und die Situation, dass jetzt Griechenland noch stärker in der Krise ist als vorher, haben auch die anderen Parteien in der Bundesrepublik, CDU, CSU, FDP und die Grünen, mit zu verantworten. Und ich finde, sie sollten sich bei den Bürgern für dieses Desaster entschuldigen. Spätestens seit gestern ist noch einmal jedem klar geworden, dass es nicht um die Rettung der Griechen ging, nicht um die Rettung Griechenlands, sondern um die Rettung der Banken. Und wenn jetzt Bundeskanzlerin Merkel über einen Schuldenschnitt, also einen teilweise Erlass der Schulden spricht, dann, glaube ich, müssen die Bedingungen dafür ganz klar diskutiert werden. Wir als Linke haben vor der Abstimmung über den erneuten Rettungsschirm in der vorvergangenen Woche im Bundestag von der Bundeskanzlerin eine Garantieerklärung für die Spareinlagen, Löhne, Renten und Sozialleistungen gefordert. Wir wollen nämlich verhindern, dass die Bankenrettung wieder auf den Rücken der Steuerzahler landet, auf den Rücken der Steuerzahler abgewälzt wird, so wie wir es ja im Jahr 2008 erlebt haben. Es ist schon vergessen fast, die Krise 2008 hat den Steuerzahler 335 Milliarden Euro gekostet. Das ist mehr als ein ganzer Bundeshaushalt. Und Sie können sich auch entsinnen wahrscheinlich, dass im Jahr 2008 die Kanzlerin mit ihrem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück, der sich jetzt gerade wieder für die Große Koalition bewirbt übrigens, wie wir beobachten konnten, sich hingestellt hat und gesagt hat, ihre Spareinlagen, ihre Konten sind sicher. Wir als Linke sind der Überzeugung, dass wir eine öffentlich-rechtliche Bank für Europa brauchen und wir brauchen Banken, die wirklich zinsgünstige Kredite der Europäischen Zentralbank, der EZB, an die Realwirtschaft weiterreichen. Mein Eindruck ist, dass wir nicht nur eine Finanzkrise haben, sondern wir haben auch eine Regierungskrise und eine Krise der europäischen Institutionen. Und darum streiten wir als Linke für grundsätzliche Veränderungen in Europa. Wir brauchen mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr Demokratie, Transparenz und vor allen Dingen die Zurückgewinnung des Primats der Politik. Die Bundesregierung hat ja in den letzten Jahren das Primat der Politik an Banken und Ratingagenturen übertragen. Und das ist diese vollständige Deregulierung, das ist ein Hauptgrund für die Eurokrise. Seit den Rettungsschirmen wissen die Banken, dass sie die Staatskasse in Geiselhaft nehmen können. Und wir als Linke wollen die Staatskasse aus der Geiselhaft der Banken befreien. Erstaunlich war für uns als Linke, wie leicht doch alle anderen Parteien bereit waren, ohne jegliche Bedingungen der Ausweitung der Rettungsschirme zuzustimmen. Und ich habe den Eindruck, man hat aus der Krise 2008 gar nichts, aber auch überhaupt nichts gelernt. Der zweite Punkt, Bundestrojaner. Es hat ja am Wochenende eine große Rolle gespielt, dass ein sogenannter Bundestrojaner auf privaten Computern von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gefunden wurde. Und ich will vielleicht mal auf den Widerspruch aufmerksam machen. Vor einigen Tagen wurde der 60. Geburtstag des Bundesverfassungsgerichtes gefeiert und die Leistung, zu Recht, die Leistung des Bundesverfassungsgerichtes gewürdigt. Und zur gleichen Zeit, quasi zeitgleich zu dieser Würdigung, unterwandert der Innenminister mit Trojanern das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das ist aus meiner Sicht an Zynismus nicht zu überbieten.
Die Trojaner wurden an Stellen geschickt, wo sie laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes überhaupt nicht zu finden sein dürften. Und für mich ergeben sich daraus zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass augenscheinlich der Innenminister jeden Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht verloren hat. Und das zweite Problem, was, glaube ich, viel grundsätzlicher ist, ist, dass die Bundesregierung eine Sicherheitsarchitektur aufgebaut hat, die davon ausgeht, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land eine Gefahr für die Demokratie seien. Und ich finde, da sind die Verhältnisse völlig auf den Kopf gestellt. Wir wissen, die eigentliche Gefahr für die Demokratie in unserem Land ist die Herrschaft der Finanzindustrie. Wir sind überhaupt nicht einverstanden, dass es in diesem Land einen Bundesinnenminister geben kann, der die Vorgaben und Urteile des Bundesverfassungsgerichtes missachtet, der die Demokratie mit Trojanern gefährdet. Ich glaube, Herr Friedrich hat in dieser Bundesregierung nichts verloren, wenn er nicht in der Lage ist, innerhalb weniger Stunden diese Vorwürfe aufzuklären. Glaube ich, wird niemand daran gehindert sein, ihn entlassen zu müssen. Und ein Bundesinnenminister, der die Bürger so in solche Situationen bringt, ist, glaube ich, kein guter Ausweis für die Bundesrepublik Deutschland. Dritter Punkt, IG Metall-Kongress. Gestern hat der Kongress der IG Metall begonnen. Sie wissen ja, dass etliche von unseren Mitgliedern selbst Gewerkschafter und auch Mitglieder der IG Metall sind. Wir werden dort an verschiedener Stelle auch präsent sein. Ich selbst werde auch am Donnerstag an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und unsere Lösungsansätze für die Finanzkrise darlegen. Mein Kollege Klaus Ernst war gestern bereits bei der Eröffnung des IG Metall-Kongresses und viele Forderungen, die dort erhoben wurden, können wir nur bekräftigen. Der Vorsitzende der IG Metall hat beklagt, dass in unserem Land 7 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten müssen und dass sie von diesem Geld nicht leben können. Er fordert deshalb den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Das ist eine Forderung, die unsere Partei unterstützt, vertritt und auch auf dem Programmtag, Parteitag in Erfurt noch einmal untermauern wird. Viertens möchte ich mich äußern zu dem weltweiten Aktionstag für demokratische Teilhabe gegen eine Politik im Dienste der Finanzwirtschaft am 15. Oktober. In den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich ja jetzt eine sehr erstaunliche Entwicklung aufgetan. Wir haben gesehen, dass viele Menschen zuerst ein bisschen von einigen Vertretern der dortigen Presse belächelt unter dem Schlagwort Occupy Everywhere viele Orte besetzt haben, Occupy Wall Street. Und diese Bewegung ist dabei, so ist jedenfalls unser Eindruck, sich von den USA auch auf Europa weiter zu übertragen. Und das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC hat dazu aufgerufen, dass am Sonnabend, dem 15. Oktober, auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gehen, um ihre Empörung über den Verlust der demokratischen Rechte Ausdruck zu verleihen. Seit einiger Zeit beobachten wir schon auch mit großer Sympathie die spanischen Bewegungen der Menschen, die sich dort gegen soziale Ungerechtigkeit zur Wehr setzen. Und ich habe den Eindruck, dass die Idee von Stefan Essel empört euch, viele Menschen erreicht hat, ergriffen hat und sie sich zur Wehr setzen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch vorab darüber informieren, dass die Bundestagsfraktion der Linken im November, 17. 18. November, eine internationale Konferenz zum Thema Wege aus der Eurokrise in Frankfurt am Main durchführen wird. Und das werden wir verbinden mit einer Aktion Occupy Deutsche Bank. Letzter Punkt, der geschäftsführende Parteivorstand berät zur Stunde mit den Landesvorsitzenden und Landessprecherinnen und Sprechern. Das heißt ja bei uns unterschiedlich. Uns geht es darum, gemeinsam den Erfurter Parteitag vorzubereiten. Wir haben ja in knapp 2 Wochen unseren Parteitag, auf dem wir das Grundsatzprogramm beschließen wollen. Und ich habe aus allen Landesverbänden das Signal, dass die Mitglieder der
und vor allen Dingen natürlich die Delegierten aus den verschiedenen Landesverbänden ein großes Interesse daran haben, dass von diesem Parteitag ein Signal ausgeht, ein Signal, dass die Linke für eine soziale, eine gerechte, eine freie Gesellschaft kämpft, dass die Linke sich nicht zufrieden gibt damit, dass die politischen Entscheidungen von der Finanzindustrie getroffen werden in Hinterzimmern, sondern für Demokratie und Transparenz. Und wir hoffen, dass es uns gelingen wird, auf dem Parteitag in Erfurt unsere wichtigsten Positionen so zu vermitteln, dass wir mit dem Parteitag nicht nur den Mitgliedern unserer Partei, sondern auch den Menschen in unserem Land Mut machen, dass man diese Gesellschaft verändern kann und dass das Unwort von der Alternativlosigkeit für immer auch ein Unwort bleiben wird. Zu einigen Unterpunkten unserer Sitzung. Wir haben uns dazu verständigt, dass wir als Partei den Volksentscheid zu Stuttgart 21 am 27. November unterstützen werden. Die Linke in Baden-Württemberg ist Teil des Bündnisses gegen Stuttgart 21 und auch hier gibt es von uns eine Unterstützung. Und wir werden auch, wie schon in den vergangenen Jahren, auch das haben wir heute nochmal bekräftigt, die Proteste gegen den Castortransport unterstützen. Das machen wir kontinuierlich und das ist für uns keine Frage der energiepolitischen Konjunktur. So viel.